Ich begrüße Sie ganz herzlich. Jeder von uns nimmt mit seinen besonderen Empfindungen an diesem Gottesdienst an den Bildschirmen teil. Mit einer Freude oder auch mit einer Enttäuschung oder einem Leid, das das vergangene Jahr gebracht hat. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dieser Satz aus Psalm 31 erinnert uns am Altjahresabend daran, dass Gott es ist, der uns ein weiteres Jahr geschenkt hat. In wenigen Stunden wird es zu Ende gehen. War es ein gutes Jahr? Oder vielleicht ein Jahr, das wir gern abschließen? Was hat uns gefreut? Was hat uns traurig gemacht? Was hat uns überrascht? Was ist vertrauten Abläufen gefolgt? Im Gottesdienst werden wir eingeladen, dieses Jahr zurückzulegen in Gottes Hände. Liebe Gemeinde, unseren Gottesdienst heute Abend werden wir in einer etwas veränderten und verkürzten Liturgie feiern. Und so feiern wir unseren Gottesdienst am Altjahresabend im Namen des Vaters, der geworden ist, wie wir sind, im Namen des Sohnes, der der Weg zum Vater ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns auf den Weg bringt, zu beiden hin. Amen. Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Wir schauen zurück, dankbar
aber auch schuldbewusst. Wir schauen voraus in Hoffnung, aber auch mit Sorgen. Wir suchen das Wort, das uns entlastet und Mut macht, das Wort Gottes. Schließe du die Mühen dieses Jahres, schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Gleich den Predigttext aus dem 2. Mose, dem 13. Kapitel, die Verse 20 bis 22. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Esam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Amen. Denn wie von treuen Hütten in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden. Also auch und nicht minder lässt Gott uns seine Kinder, wenn Not und Trübsal Dietrich Bonhoeffers bekenne ich meinen Glauben. Ich glaube, dass Gott uns allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden werden. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer
nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Jesus Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Amen. Damit hatten viele nicht mehr gerechnet, liebe Abendgemeinde, dass er sie doch noch ziehen ließ. Bis dahin hatte der Pharao von Ägypten zwar immer wieder versprochen, die Israeliten gehen zu lassen, aber in letzter Sekunde es wieder untersagt. Ein ums andere Mal war Mose vor den Pharao getreten, um ihre Freilassung zu erwirken. Ein ums andere Mal hatte Gott eine Plage über das Land kommen lassen, um der Forderung nach Freiheit Nachdruck zu verleihen. Aber ein ums andere Mal hatte der Pharao sein Versprechen, das Volk ziehen zu lassen, wieder einkassiert. Viele Jahrhunderte waren die Israeliten bereits in Ägypten, hatten Sklavendienst übernehmen müssen. Umso mehr sehnten sie sich nach Freiheit, nach der Rückkehr in ihre Heimat, eines Tages in das gelobte Land zu ziehen, in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Eines Tages sollte es tatsächlich wahr werden. Als kaum noch jemand daran geglaubt hatte, war es soweit. Nach der 10. Plage ließ der Pharao die Israeliten tatsächlich ziehen. Endlich waren sie frei. Hals über Kopf machten sie sich noch in der Nacht auf den Weg. Aber wer würde sie führen? Wer für ihre Sicherheit sorgen? Wer dafür, dass sie gut vorankommen? Das haben wohl auch die Israeliten damals gedacht, als sie sich in Ägypten auf den Weg gemacht hatten, liebe Abendgemeinde an den Bildschirmen zu Hause. Vertraut mir euren Weg an. Meine Wolke bringt euch ans Ziel. Mit diesen oder ähnlichen Worten könnte Gott damals für seine Führung geworben haben. Heute wissen wir, dass sich seine Leute darauf eingelassen haben. Auf eine Orientierungshilfe, ein Navi der ganz anderen Art, auf einen himmlischen Wegweiser, der ihnen auf wundersame Weise höchstpersönlich den Weg gewiesen hat. Am Tag, so lesen wir, zog Gott vor ihnen her in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Es ist eine fantastische Geschichte, an die später in der Bibel an verschiedenen Stellen immer wieder erinnert wird. Eine Geschichte, die davon erzählt, wie Gott
seine Leute auf wundersame Weise führt, wie er sich selbst auf den Weg macht, um seinem Volk nahe zu sein, sie nicht aus den Augen lässt, sie leitet und führt, um sie auf den rechten Weg ans Ziel zu bringen. So wie Gottes Leute damals auf dem Weg waren, sind wir heute noch ein fahrendes Volk, liebe Gemeinde. Denn Leben heißt unterwegs sein. Auch im Jahr 2020 sind wir auf unserem Lebensweg weitergegangen, Tag für Tag, trotz Corona. Auch wenn wir manchmal das Gefühl hatten, die Zeit stehe still. Trotzdem hat sich auch in diesen Wochen vieles entwickelt, auch in unserer Kirchengemeinde, in den Kirchengemeinden überhaupt. Neue Angebote sind entstanden, neue Formen wurden entwickelt, Videogottesdienste, gestreamte Gottesdienste, so wie heute. Und wir haben Althergebrachtes neu zu schätzen gelernt. Wer hätte zum Beispiel daran gedacht, dass wir uns einmal darauf freuen, endlich wieder Gottesdienst zu feiern? Uns zur Begrüßung die Hände zu reichen und in den Arm nehmen zu können, davon träumen wir noch, liebe Gemeinde. Der weitere Blick in die Geschichte zeigt, dass sich zu jeder Zeit Wege auftun, neue Entwicklungen einsetzen. Als Christin und Christ leben heißt, auf dem Weg zu sein. Persönlich, als Gemeinde, als Kirche sind wir ein Volk auf dem Weg. Bis hin zum Ziel, das Gott uns verheißt, wenn wir eines Tages in seinem Reich angekommen sind. Bis dahin sind wir unterwegs, ja, aber nicht allein. Auf unserem Weg ist es wie damals bei den Israeliten. Gott ist da. Er weicht nicht von unserer Seite. Er führt und leitet uns durch die Zeit, an jedem einzelnen Tag. Keiner beschreibt das so schön wie Dietrich Bonhoeffer in seinem Lied: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Darauf darf ich vertrauen. Ganz gleich, wohin der Weg mich führt und was ich auf meinem Wege erlebe. Ja, Gott ist da. Er geht voran, er führt und leitet mich. Aber ich kann ihn nicht direkt sehen. Gott ist verhüllt. Gott ist mit seinen guten Mächten verborgen gegenwärtig. Auch wenn er zu Weihnachten alle Hüllen hat fallen lassen. Als er Mensch geworden ist. Als kleines Kind in Bethlehem geboren. Da gab es Gott einmal ganz unverhüllt. Direkt. Zum Sehen, zum Anfassen in Jesus Christus. Seitdem kann ich mich an ihn halten, mich an ihm orientieren. Vielleicht, wenn es damals eine Wolken- und Feuersäule war, dann ist es für mich heute Jesus Christus, der mich leitet, mit dem ich im Gebet sprechen kann, dem ich in der Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen begegne, und dem mir durch seinen Geist den Weg zeigt, mir sagt, wo es lang geht. Und diese Wegweisung finde ich in seinem Wort, in der Bibel. Sie ist deshalb meine Wolke, mein Wegweiser. Und das Land, in das Gott uns führt, heißt Freiheit, Liebe, Vergebung und Hoffnung. Wenn ich in der Bibel lese, nach Gottes Wort frage, dann führt mich der Weg dorthin. Der Weg allerdings kann anstrengend sein, liebe Gemeinde, wie damals beim Volk Israel auch. Denn beim Auszug aus Ägypten stehen sie am Rand der Wüste. Vor ihnen liegt ein Weg, der ihnen manches abverlangen wird. Regelmäßig werden sie mit Gott hadern, ihm Vorwürfe machen, mit ihm streiten und unzufrieden sein. Und wer weiß, vielleicht haben wir 2020 ja auch Wüstenwege hinter uns. Das können persönliche Wege sein, die uns manches abverlangt haben, auf unserem Glaubensweg, in der Familie oder im Beruf. Oder ich denke an unseren Weg durch die weltweite Corona-Pandemie. Eine gesellschaftliche
medizinische und wirtschaftliche Wüste, deren Ausmaß sich wohl kaum einer von uns Anfang dieses Jahres hätte vorstellen können. Und diesen Weg müssen und werden wir noch weitergehen, auch im neuen Jahr. Aber wenn mich die Geschichte von damals eines lehrt, dann das: Gott führt mich nicht um Wüsten herum. Mit Gott unterwegs sein heißt nicht, nur auf leichten Wegen zu gehen. Wüstenzeiten gehören dazu. Aber Gott begleitet mich in der Wüste, er führt mich hindurch. Und ich hoffe und wünsche am Altjahresabend, dass wir im Rückblick auch das erkennen, dass Gott uns auch auf Wüstenwegen begleitet hat und weiterhin wird. Dass er uns nicht allein gelassen hat, dass er uns den Weg gezeigt hat, der uns weiterführt. Menschen an die Seite gestellt hat, die uns geholfen und beigestanden haben. Dass er uns immer die Kraft gegeben hat, die wir brauchen, um weiterzugehen. Damals gab es einen guten Grund, warum Gott den Weg durch die Wüste gewählt hat. Wir erfahren es wenige Verse vor unserem Predigtext. Gott führte sie nicht den kürzeren Weg durch das Land der Philister, denn Gott dachte, es würde das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen durch die Wüste. In 2. Mose im 13. Kapitel. Gott hatte also Gründe für seine Wahl. Und ich vertraue auch heute darauf, dass Gott genau weiß, wohin und auf welchem Weg er mich führt. Manchmal ist es eben auch ein Weg durch die Wüste. Die Wüste ist aber immer nur ein Teil des Weges. Es gibt auch ganz andere Wege. Und auch das durften wir im eben zu Ende gehenden Jahr erleben. Erfüllte Wege, die uns dankbar machen. Erfolge, die wir feiern dürfen. Momente, die uns mit Glück und Segen beschenkt haben. Zeiten, an die wir gerne zurückdenken. Ich hoffe, dass wir dankbar das Jahr 2020 zurücklegen können in die Hände des Gottes, der uns auch in diesem Jahr begleitet hat. Und wenn wir heute Nacht das alte Jahr hinter uns lassen und hinübergehen in das unbekannte Land 2021, wird Gott uns auch dort auf geheimnisvolle Weise mit seinen guten Mächten begleiten, führen und leiten. Vertraut mir euren Weg an, wirbt Gott auch heute. Ich bringe euch ans Ziel. Amen. Und der Friede Gottes, der ausgeht von dem Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuze, höher denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Glauben und Hoffnung und Liebe. Amen.
Wir bekennen nun vor Gottes Angesicht unsere Schuld. Barmherziger Gott, du bist mit uns gewesen im vergangenen Jahr, auch wenn wir dich oft nicht erkennen konnten. Viel Gutes haben wir von dir empfangen, viel Liebe haben wir erlebt von Freunden und Fremden. Wir bekennen dir heute, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Wir haben an deiner Güte gezweifelt und deinen Zorn missachtet. Wir haben uns deinem Wort verschlossen und sind nachlässig gewesen im Gebet. Wohl viele Male sind wir Liebe schuldig geblieben, haben mehr an uns selbst gedacht und nicht weitergegeben, was wir von dir empfangen haben. Alle unsere Sünden sind uns von Herzen leid und reuen uns sehr. Darum nehmen wir Zuflucht zu deiner Barmherzigkeit. Du hast uns deinen Sohn für uns in den Tod gegeben. Darum bitten wir dich, vergib uns unsere Sünde. Amen. Und vor dem Angesicht Gottes frage ich euch an den Bildschirmen zu Hause und hier in der Testegenkirche: Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr die Vergebung eurer Sünde um Jesu Christi willen? So antwortet ja. Ja. Hört den Trost und die Absolution. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In seinem Namen und auf seinen Befehl spreche ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eure Sünde ist euch vergeben. Amen. Schenke an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz.
Lasst uns Fürbitte halten und das Vaterunser beten. Unser Gott, du bist Anfang und Ende, Herr aller Zeiten. Am Ende des Jahres bringen wir dir unseren Dank für alle guten Zeiten, die du uns geschenkt hast. Wir bitten dich, erhalte uns die Erinnerung an Gutes und Schönes aus diesem Jahr. Und wir bitten dich für uns und alle Mitmenschen, die manches erleiden und erdulden mussten in den letzten Monaten. Schenke den Gehetzten Geduld, den schuldig gewordenen Vergebung, den Verletzten Heilung, den Weinenden Trost, den Kranken Gesundheit und den Trauernden Hoffnung, den Verstorbenen ewiges Leben. Gemeinsam wissen wir uns von deinen guten Mächten wunderbar geborgen. Deshalb erwarten wir getrost, was kommen mag. Denn du bist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und wie du uns gelehrt hast, beten wir zusammen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun hören wir von Pfarrerin Dorte Schmücker ein Grußwort an unsere Geschwistergemeinde in Unterath und Lichtenbruch. Herzlich willkommen, Frau Schmücker. Guten Abend. Ich wünsche allen, auch aus Unterath und Lichtenbruch, heute Abend einen guten Rutsch und ein gutes Jahr 2021. Wir haben ein Jahr hinter uns, das viele Herausforderungen für uns parat hatte. Wir mussten uns immer wieder anpassen, flexibel sein. Das war anstrengend. Es hat uns besonders gezeigt, dass wir leben, dass wir in einem Fluss, das Leben ist in einem Fluss sozusagen, dass wir uns nicht zurücklehnen können mit dem, was wir haben und was wir sind. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber auch in schwierigen Situationen gibt es immer wieder Momente, die gut sind, die uns gut tun, in denen wir glücklich sind. Ich wünsche uns für das Jahr 2021, dass wir da ganz viele solcher Momente erleben, viele Glücksmomente. Lassen Sie uns zusammenhalten und gemeinsam weiter nach Lösungen suchen. Bleiben Sie gesund und behalten Sie Ihren guten Humor. Möge Gott uns auf allen unseren Wegen begleiten. Amen. Ein paar kleine Dinge möchte ich noch abkündigen. Wir haben unserer ganz tollen musikalischen Begleitung heute hier zu danken. Und ich möchte namentlich erwähnen unsere Sopranistin Monika Ritz, am Schlagzeug Ralf Zartmann. Wo ist er denn? Da sitzt er, natürlich. Entschuldigung. Und an der Trompeten, an den Trompeten, José Real Cintero, richtig gesprochen, und Flavius Petrescu. Herzlichen Dank nochmal. Es ist wunderschön und wir hören ja gleich noch ein bisschen was. Und natürlich herzlichen Dank der Schola, unserer Testegenkirchengemeinde und für die ganze Koordination der musikalischen Begleitung unserer Kantorin Jorang Kimbachmann. Herzlichen Dank. Und zum Schluss bitte ich um Spenden. Ja, Spenden für Brot für die Welt. Sie können Ihre Spende direkt auf das Konto der Testegenkirchengemeinde überweisen. Bitte Spendenzweck angeben. Oder direkt an die Aktion Brot für die Welt. Die Kontonummer finden Sie im Internet, zum Beispiel auf der Homepage der Evangelischen Kirche im Rheinland
oder auf der Homepage der Segenkirchengemeinde oder einfach im Gemeindebrief. Herzlichen Dank. Und nun wollen wir unseren Gottesdienst beschließen mit dem Lied »Verleih uns Frieden gnädiglich«. Vertraut auf Gott. Vertraut auf Gott. Er wird mit euch gehen und auf euch achten. Er kennt alle Wege. Ihr seid gut beschützt. So segne und behüte euch Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
man euch mal danken und klatschen. Wir lieben Sie.